Herzlich willkommen in allen Freunde. Wir kämpfen heute gegen Edward. Das erste Mal. Ich bin auch richtig enttäuscht, dass der Junge uns überhaupt angreift. Was soll das, Edward? Ich dachte, wir wären Freunde. Aber nee. Nee. Er will uns echt weghaben. Er will uns einfach weghaben. Ich verstehe das nicht. Mann, was habe ich ihm getan, Leute? Könnt ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben, was ich getan habe? Nur weil ich ein cooler Tyrant bin und auch noch der König der Tyranten, ist das kein Grund, hier mich zu ärgern. Hier, ja? Hier, das hasse davon, dass sein Furrer eingefroren ist. Hahaha. Weg mit Furrer. So. Weg damit. Sehr schön. Sehr gut. Haha, verfehlt, du komische Ratte. Nicht effektiv, ich raste ja. Oh, oh, aua, aua, aua. So, Kaninui, du bist wieder dran, ne? 61, das müsstest du schaffen mittlerweile. Ja, hast du ja schon letztens bewiesen gegen den Typen. Den Typen mit den Muskeln. Oh, was? 121 hat er gerade Schaden gemacht? Oh mein Gott, ich brauche ein Item. Hier. So. Was ist das denn? Ein Grado. Oh, gerade. Oh, 81. Oh, 81 tut aber echt weh. Ich mach 75 Schaden. Das tut weh. Verfehlt? Perfekt. Das ist immer gut, wenn die verfehlen. 106? Und ich bin krank. Okay, dann lasse ich ihn erstmal sterben. Ich hoffe, du schaffst das. Ich hoffe, du kannst ihn wegmachen. Das wäre mega cool. Versuch 30. Oh. Ah, schade. 41, ja. Ist jetzt nicht so berauschend. Aber ich mache auch nicht so viel Schaden. 89. Ist ein Witz, oder? Ist ein Witz hier wieder. Oh, Edward. Du bist der Stärkste von der Gilde. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du wärst einfach nur ein cooler Typ, der gerne, ne, mir hilft. Und dann kommst du mit sowas hier. Um die Ecke. Einfach ein großer Witz von dir. 90. Junge. Wieso machst du so viel Schaden? Hör auf jetzt. Es reicht jetzt, ja, kleiner. Arcana-Fluch, bitte. 99. 29. Oh Gott, Superschlag. 54, okay. Den da bitte weg. Weg mit dem. Okay. Beleben. Aua. Okay. Kaninui, mach den jetzt bitte schnell weg. Ist, glaube ich, der größte Gegner von ihm. Für uns momentan. So, den machst du auch. Sehr schön. Hat er, glaube ich, nur eins. Ne, zwei. Okay, zwei. 41 ist noch in Ordnung. 41 ist in Ordnung. So, wir heilen uns mal schnell hier. Mit dem hier. Zack. Zack, zack, zack. Es sieht auch so ein bisschen aus wie die Weiterentwicklung, ne? Aber, nee, kann nicht sein. Kaninui hat leider keine. Denn ich werde hier noch später überrascht. Oh Gott, das tat weh. Das hat echt weh. Hier, bitteschön. 64. Oh, 64 tut echt weh, wirklich. 66. Oh Gott. Zack. Alter, Junge, hör mal auf jetzt mit deinen Eissplittern und Splittern. So, gut, jetzt können wir zumindest einen Angriff nochmal machen. Und dann sind wir hoffentlich schneller. Perfekt. Sehr schön. So, dann nochmal hier. Genau, du machst mit 42 Schaden. Ich mach mehr. Psychisieren. Oh, 52 tut weh. Aber müssen das eigentlich schaffen, ne? Ne, Kaninui, ich vertraue dir einfach. Du bist so cool. Komm. Nice. Nice, Kaninui. So macht man das. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, ey.
Nun, sollten wir uns nicht Valos vornehmen? Die Gilde wurde gegründet, um Menschen und Nexomon zu dienen. Es ist offensichtlich, dass sie schon lange von diesem Pfad abgekommen sind. Was ist mit euch, Leute? Verflucht, ja. Von jetzt an keine Geheimnisse mehr, Moritz. Was auch immer vor uns liegt, wir werden es gemeinsam angehen. Ich hab zwar keine Ahnung, wer Wiley war, aber sie sieht eigentlich ganz cool aus. Wen interessiert es, ob Moritz ein Nexomon ist? Er hat uns damals gerettet. Ich stehe in seiner Schuld. Auf geht's. Geh voran, Moritz. Wir halten dir den Rücken frei. Ich muss mein Nexomon erstmal wieder trainieren. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich meinte nicht trainieren, sondern heilen. Och Gott, jetzt kämpfen wir direkt, oder was? Nee. Wow. So sieht Valos also aus der Nähe aus. Moritz, du verfluchter König der Monster. Wie ich sehe, hast du deine menschlichen Freunde mitgebracht. Erbärmlich, feige. Ich dachte, du wärst besser als das. Aber deine Mühen waren umsonst, Moritz. Die Thema der Gilde sind froh über meine Existenz. Die Einwohner von Parum stehen hinter meiner Mission. Die Kinder auf dieser Welt verlassen sich wirklich auf meinen Erfolg. Aber du, was hast du, Moritz? Ein zusammengewürfeltes Team von Verrätern? Eine Reihe nutzloser Tyranten? Eine Handvoll schwachen Nexomon-Slaven? Ist das alles, was du hast, Moritz? Ist das alles, mit dem du mir gegenübertreten möchtest? Wir haben ein Luftschiff. Hm? Was hast du gesagt? Ein Luftschiff? Okay. Wer steuert denn das Luftschiff? Nicht, dass der gleich stirbt. So wie... Junge, Junge. Ja, ist jetzt gut, ja? Hier bewegt sich eh nichts, wenn man ehrlich ist. Oh, oh, weg ist er. Was zum Kuckuck war das? Was habt ihr getan? Ein Luftschiff? Euer Plan war es, Valos mit einem Luftschiff zu treffen? Ja, das ist völlig abgedreht. Vielleicht. Heißt das, wir haben gerade das Spiel durchgespielt? Ja, das war alles. Valos wurde besiegt. Lass den Vorhang fallen. Was? Das war... Nee. Was? Was? Das ist das Ende? Das ist das Ende. Ich dachte, wir müssten vielleicht jetzt so gegen Valos kämpfen. Als ob das mit dem Luftschiff einfach das Ende war. Ja. Ich wollte mich schon aufregen. Stopp. Schluss mit dem Abspann, Schwachköpfe. Danke. Was ist falsch mit euch? Das ist noch nicht vorbei, ihr Büffel. Was? Der Plan war es, so ihn abzulenken, oder nicht? Das Luftschiff wird ihn irgendwo hinbringen, wo die Tyranten ihn besiegen können. War das, wir das Luftschiff zerstören, bevor es dort ankommt? Ihr müsst ihn in Schranken halten, oder der Überfall wird fehlschlagen. Und jetzt haltet still, okay? Ich werde euch alle in das Luftschiff teleportieren. Was? Bist du verrückt? Ich will nicht im gleichen Luftschiff mit Vardos sein, tu das nie! Ja. Ich wollte mich schon beschweren. Über das Ende? Das hätte es ja jetzt nicht sein können, ganz ehrlich. Oh Moritz, das ist das Ende, nicht wahr? Das Endgame, wie manche es nennen. Der Weg wird steinig und schwer. Vielleicht ist es alles nur ein schlechter Traum. Vielleicht kannst du einfach aufwachen. Willst du nach Parum zurückkehren? Dass wir deinen Fortschritt bis vor dem Kampf gegen Edward zurücksetzen. Es wird dein Fortschritt bis vor den Kampf... Oh ne, da müssen wir nochmal... Nee. Ich will nicht nochmal gegen Edward kämpfen, ganz ehrlich. Da habe ich ja überhaupt keinen Lust zu. Och nee, muss ich jetzt meinen Nexomon heilen? Nee, ne? Bitte nicht, ey. Wieso liegt der Typ da? Okay, die Türen sind jetzt eh alle blockiert. Ich speichere aber sicherheitshalber, glaube ich. Im Notfall muss ich nämlich dann nochmal neu starten. Und vorher meine Pokémon heilen, bevor ich dann gegen Valos kämpfe, falls das jetzt hier geschehen sollte. Ich bin gespannt. So, hier haben wir ein Luftding. Achso, so komme ich hier hoch.
Willst du auf das Deck des Luftschiffs gehen? Ja. Da unten kann ich ja nichts machen. Dumme Frage. Mann. Naja, zumindest fragen sie. Oh, das war los. Wow. Beobachte Moritz. Nur um mich zu vernichten, hast du all deine Freunde dem Untergang geweiht? Wie viele sollen leiden, bis deine Niedertracht ausgelöscht ist? Oh, wie abscheulich, König der Monster, an diesem Tag verspreche ich dir, dieses brennende Luftschiff unter unseren Füßen soll dein Grab sein. Alles klar. 9900, okay. Okay, dann müssen wir gleich tatsächlich unsere Dinge einfach alle mal kurz trainieren. Nicht trainieren, sondern, ne? Dingsen. Heilen. Weil so schaffen wir es, glaube ich, nicht. Nee, so schaffen wir es nicht, aber egal. 101, okay. Wieso steht da oben links Feuer? Weiß nicht. Oh, Team? Oh, wir sind alle zur Hälfte. Perfekt, okay, Inventar. Jetzt müssen wir heilen, aber ich möchte eigentlich nicht das da ausgeben. Wir haben aber nur drei. Eins. Zwei. Und drei. Haben wir noch was ähnliches für sowas? Äther. Hm, das hätten wir halt. Warum müssen wir das nehmen? Damit die alle einmal zumindest angreifen können. So. Dann Team. Du gehst auf jeden Fall als erstes nach vorne. Und du machst ganz guten Schaden. Dann speichern wir nochmal. So, zack. Perfekt. Perfekt. Du, du, dumm. Und hier. Ja. Ja, will ich. Danke. Oh, neues Glück, ne? Naja, Versuch, neues Glück. Oder wie. Nee, wie heißt denn dieses Sprichwort? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, 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 ja. Laber du mich mal voll hier, ja? So. Sehr schön. Ziegeisier. Oh, ich sehe gerade, die Ausdauer wurde nicht. Oh, ich bin so blöd. Egal, egal. Du machst tatsächlich ganz guten Schaden gegen ihn. Das? Wirklich, wow. Respekt, Alter. Schwede, ey. Bitteschön. 100, Alter. Wieso machst du denn so viel? Wieso steht da Feuer oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wieso es da steht. Aber wir haben die nochmal. 68, 68 ist schon besser. So. 101, okay. 90 reicht, glaube ich, nicht, oder? Nee, 90 wird nicht reichen. Müssen wir das nochmal machen. 100, okay. Hier nochmal. Oh, 106, alter Schwede, ey, das tut weh. Tut weh, dass ich hier meine ganzen Tränke jetzt aufgeben muss. 106, oh, vielleicht habe ich Glück. Aber ich denke, ich habe kein Glück, wie ich mich kenne. 105, okay. Okay, Fan Glory. Du bist dran. Glatteis. 122, oh Gott, ey. Was war das denn jetzt? Elektro. Okay. Wir beleben einfach mal Dings wieder. So. So, da bist du wieder. Ach, ich glaube, er nimmt sich dann immer den perfekten Typen, oder? Kann das sein? Kann sein. Elektro ist jetzt nicht so gut für ihn hier. Deswegen können wir Schalke-Dings machen. Sehr schön. Feldsturz. Mach einfach Feldsturz. Sehr gut. Sehr gut. Elektroattacken sind nicht so gut gegen dich. Oh. Okay. Item schnell. 90 müsste reichen, ne? Ja. 90 reicht. Sehr gut. Oh Gott, verfehlt schon wieder.
Feldschürz, mach einfach Feldschürz. So, guck mal, die Hälfte haben wir schon. Wow. So, Kaninui. Ne? Gegen Pflanze hast du ein ganz gutes Spiel, glaube ich. Nee, hast du gar nicht. Ich habe dich belogen. Gegen Pflanze hast du überhaupt kein gutes Spiel, wie ich gerade festgestellt habe. Vielleicht in anderen Spielen, aber nie hier. Nicht hier. Oh, komm. Geist. Oh Gott, Geist tut weh. Ups. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass noch was anderes kommt. Dann nehmen wir Ziegler. Mit Arkanfluch. Gucken, wie viel. 39 nur. Oh. 39 ist nicht so toll. 120. Okay. Item. Wiederbeleben, bitte. Dich. Und weg ist er. Okay. Haben wir noch die beiden hier. Wir schauen mal. 38, okay. Oh, Leute. Das... Es wird tatsächlich spannend. Ich bin gespannt. Verfehlt, okay. Sehr schön. Dann könnte ich tatsächlich noch jemanden wiederbeleben. Sicher ist sicher. So, Ziegler, hallo, du bist wieder da. Okay. Wasser. Kaninui, da hast du, glaube ich, eine größere Chance gegen, wenn es Wasser ist. 57, super. 105, okay. Mach mal bitte nochmal schnell. Okay. So, wir haben, Ziegler hätten wir noch im Pedo. Falls er es jetzt hier nicht schaffen würde, aber ich denke, das haben wir, oder? Haben wir das? Ja, haben wir, super. Was? Oh mein Gott. Er hat sich 100 Dingspunkte wiedergegeben. Was soll das denn? So traurig, so vergeblich, so hoffnungslos. Deine Zeit rennt davon, König der Monster. Trotz deiner Bemühungen stehe ich erhaben und stolz. Weil ich nie im Angesicht des Bösen zögern würde, jemals. Öffne deine Augen, Moritz, und pass gut auf. Sieh, wie dein Vermächtnis unter meiner Gegenwart brennt. Das wird mein Sieg sein. Was glaubst du, was du nun tust, Moritz? Wir haben dir unsere Kräfte gegeben. Genau für diesen Moment. Das Feuer, um jeden Feind zu versengen. Die Flügel, um alle Mühen zu überwinden. Den Atem, um alles Böse zu besänftigen. Den Funken, um alle Verbündete zu begeistern. Du hast sie alle, Moritz. Also erhebe dich. Erhebe dich, König der Nexemon. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt hier echt Kamehameha oder was? Oh, sehe ich cool aus. Ich sehe richtig majestätisch aus. Vor langer, langer Zeit, in einem brennenden, zum Himmel gerichteten Schlachtfeld, wurde der vorhergesagte König der Monster wiedergeboren. Am Tag der Abrechnung ging Moritz auf das Antlitz der Vernichtung zu, um die Zukunft unserer Welt zu schmieden. Dies ist die Geschichte von dem unbesiegbaren Tyrannen des Lichts. Oh, wir sind echt der Tyrann des Lichts. Oh, sehen wir cool aus. Wir sehen ein bisschen aus wie Sathien, finde ich. Auch Schwert und Weiß. Schwert und Schild. Höre auf meinen Eid, Moritz. Solange ich atme, wirst du nie wieder den Planeten dort unten betreten. Und durch meine eigenen zwei Hände wirst du nie wieder unter Menschen gehen. Werde Zeuge meines letzten Aufstandes, König der Monster. Werde Zeuge vom Ende deiner Brüder. Werde Zeuge einer strahlenden Morgens. Okay. Oh, cool. Wir können selbst kämpfen. Psychostrahl. Oh mein Gott, wie viel macht das? 278, oh mein Gott. Oh mein Gott, Psychostrahl. Gedankenrüstung und Gedankenkontrolle. Lel, zeig mal her hier. Und psychische Explosion, auch geil, danke.
Easy, Junge. Solus heißt er. Oh, okay, cool. Boah, das ging leider ein bisschen zu schnell. Aber okay. Wieso liege ich denn jetzt da unten? Habe ich es geschafft? Glaub schon. Weiß ich aber nicht. Dieser Junge, er ist stark. Er wird gut zurechtkommen, ja. Was ist los, Junge? Es ist dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe. Ich habe Omnikron erlegt und dann das Leben dieses Kindes zerstört. Jetzt wird er Vados erlegen und dann was? Ich denke folgendes, Junge. Du hast in der Tat einen fürchterlichen Fehler begangen. Aber du warst nur ein Mensch. Also sind das einfach nur random Geister oder was? Und was soll ich jetzt da machen? Oh mein Gott, Leute. Sind die alle tot? Das Ende der Reise. Ich weiß es nicht, was jetzt hier passiert. Können wir uns bewegen? Oh ja, können wir. Okay, dann gehen wir hoch. Oh, ich würde aber gern... Oh, warte. Hier können wir uns heilen. Und dann speichern. Speichern! Ja, super. Wo sind wir hier? Du bist so kurz vorm Ende, wobei... Bereust du es, wie sich Dinge entwickelt haben, Moritz? Es ist noch nicht zu spät, umzudrehen. Hier bleiben? Du bist also der berühmte Moritz. Nein, du kennst mich nicht, wobei, vielleicht aus einem anderen Leben. Hier, lass mich dein Team heilen, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Aha, danke. Dankeschön. Was ist hier los? Moritz, mein Freund, du fragst dich, wo diese Insel liegt nun. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Ha, was ist das für ein Ort? Wie auch immer. Was jetzt zählt, ist, dass Vados auch hier ist. Wenn du ihn besiegen kannst... Wird dir nichts im Weg stehen, König der Monster zu werden. Alles klar. Ich muss mal ganz kurz hier einen Wecker ausstellen, glaube ich. Ah, nee. Das dauert noch 25 Minuten, bis er klingelt. Okay, dann lasse ich ihn an. Du bist also Moritz, ja? Oh, ignoriere mich einfach. Ich bin nicht wichtig. Ich bin nichts als ein Beobachter. Hier, um das Ende von dem mitzuerleben, was ich begonnen habe. Geh nicht allzu hart mit Amelie und der Gilde um Moritz. Es war Omnikrons giftiges Vermächtnis, dass sie zu so drastischen Maßnahmen gezwungen hat. Aber du kannst die Dinge richten. Du kannst der Wandel sein, den diese Welt so dringend braucht. Vorwärts, Kind. Oh, das sagen die alle so schön. Ist das nicht Edward? Nee, ne? Doch, Moritz. In all der Zeit, in der ich dich kenne, hast du der Menschheit gut gedient. Ich gebe dir also einen Vertrauensvorschuss, König der Monster. Diesmal werde ich dir nicht im Weg stehen. Aber bedenke, Kind. Du weißt nicht, wozu Vados wirklich in der Lage ist. Vor dir liegt ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Doch, den kann ich gewinnen. Doch. Ich hätte aber ganz gern einen Laden noch. Für Items. Oder so. Okay, hallo Vados, da bin ich schon wieder. Ich bin wieder da, um dich zu nerven. Vor tausenden von Jahren versuchten die Nexomon die gesamte Menschheit auszulöschen. In ihnen steckt das Blut von Omnikron, den unbarmherzigen König, der zweimal Plage über diesen Planeten gebracht hat. Und jetzt, selbst Jahre nach seinem Untergang, bringen seine Nachkommen Unheil über diese Welt. Wäre es nicht gerecht, solch ein Übel zu besiegen? Schau mich an, Moritz, und sag mir, dass ich falsch liege. Ich bin kein Produkt der Boshaftigkeit, sondern der Verzweiflung. Ich bin ein Hilferuf der Menschen. Oh, das ist Amelie. Du solltest der Beste von uns sein, Moritz. An diesem Tag am Waisenhaus konnte ich die Entschlossenheit und Freundlichkeit in deinen Augen sehen. Es gab mir Hoffnung für die Zukunft. Alles nur Lügen. Es war nichts anderes als ein mickriger Schleier der Täuschung. Du bist kein Mensch, Moritz. Du bist ein Monster. Und ein Monster kann die Menschheit nur in das Verderben führen. Also hör gut zu, du feige Kreatur. Ich bin Amelie, ich bin der 47. Leiter Gilde der Tamer von Paarung. Und an diesem Tag werde ich das Monster vor mir töten. Okay, Amelie. Ich wusste doch, dass wir irgendwann nochmal gegen Amelie kämpfen werden. Das wusste ich doch. Von vornherein.
103 Schaden macht er schon wieder. Ist einfach hier ein Witz, das Spiel. Für Schaden, die Gegner immer machen. Egal. Okay, schade. So, Faint Lobby. Du bist dran. Ich weiß, du hast mir noch nie so coole, so gute Dienste geleistet, ne? Aber es macht nichts. Ja, es macht nichts. Irgendwann wirst du auch mal ein Held sein. Ja, ich glaube, das klang ein bisschen böse. Aber so ist das Leben, Leute. Das Leben ist halt nicht, ist halt kein Ponyhof. So, hier bitte, kriegst noch 50 dazu. Okay, Blatteis. Wir sind jetzt aber langsam. Okay, macht nichts. Dann, Kaninui, bist du wieder da und machst ihn jetzt komplett weg. Nice. Sehr gut gemacht. So, der nächste. Okay, es hat ausgewechselt gegen den da. Das ist natürlich nicht so cool. Psygeise macht einfach. 43 ist jetzt nicht so viel. Aber er macht auch nicht so viel Schaden. Ja, dann passt das ganz gut. Passt das echt gut, ja. Sehr, sehr schön. So, 100 Schaden wird er mir jetzt nicht machen, denke ich. Außer wenn er wechselt. Dann könnte es natürlich passieren. Nee, selbst dann nicht. Sehr schön. So, wer kommt? Ein Drakon. Nehmen mal das hier. Schaden macht er? Oh, wissen wir noch nicht. Okay. Heißt, einen Angriff können wir wagen. Oh gut, er hat sich selbst explodieren lassen. Das ist sehr schön. Ja, komm, kämpf einfach. Wir beleben dich im Notfall wieder. So, sehr gut. Dann nehmen wir dich. Das müsste nämlich ganz gut sein. Feldsturz bitte. 9 und... Oh, dann Schalldings. Wenn du kaum Schaden machst, dann mach das bitte. Hier. Kaninui, da bist du wieder. So, ja, dann komm wieder und mach ihn fertig, bitte. Psygeisier. 41 nur. Oh. 82, oh mein Gott. Du tust mir weh. Tatsächlich, du kleiner Fratz. Ja, ich hab mit dir gesprochen, du kleiner Fratz. 81 Schaden, oh mein Gott. Wer hat dir denn diese OP-Power gegeben? Frag ich dich. Im Namen des Herrn. Der ist natürlich ein bisschen stärker. Macht nämlich sehr, sehr viel Schaden. Aber ich mache auch guten Schaden tatsächlich. Bin ich echt verwundert. Sehr gut. Egal. Den machen wir jetzt erstmal platt. Den Vogel. Und im Notfall muss ich dich gleich wieder holen. 61, super. Sehr gut gemacht, Darine. So, den Rest, den machen wir jetzt auch noch weg, ne? 30, ja, vielleicht nicht ganz so gut, aber wir machen zumindest ein bisschen Schaden. Er ist betäubt, perfekt. Dann kannst du sogar nochmal reinhauen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, was du alles kannst, Darine. Ich weiß, Leute. Aber wir hätten Kaninui eigentlich zurückholen können. Habe ich jetzt aber nicht dran gedacht, tatsächlich. So, Arcana Fluch bitte. Ja, wie viel? 79, perfekt. Und hier auch. Also Gesteinstypen sind hier im Spiel echt nicht gut. Also gefühlt. Die machen so wenig Schaden. Im Gegensatz zu den anderen ganzen Dingern hier. Ja. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Hier brauchen wir nicht. Oh, können wir gegen Valos wieder in meiner anderen Gestalt kämpfen? Das wäre toll. Oh, Amelie. Bis ganz am Ende standest du auf meiner Seite. So ist die süße Menschlichkeit, die ich zu retten sehne. Dieser lange und schmerzhafte Kampf muss beendet werden. Tu es, Valos, zerschlag alles, versenge den Himmel über uns, zerschmettere genau diesen Berg. Die absolute Vernichtung von Moritz, nichts anderes ist wichtig. Es kann keine Zukunft mit Moritz geben, keine. Verschwinde jetzt, Moritz, schlummer für immer in den dunklen Seiten der Geschichte.
Da ich der Tyrant des Lichts bin, entscheide ich, wo es Licht existiert und wo nicht. Oh Gott, ich muss kurz was trinken, Leute. So, weiter geht's. Höre auf meine Worte, Moritz. Höre auf meine Worte, König der Monster. An diesem Tag werden wir das Schicksal der Welt entscheiden. Menschen, Nexomon, einer und nur einer von beiden wird aufblühen. Und der andere soll zu Staub verfallen. Und vom Winde verweht werden. Oh, ist mir kalt. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Hat sich Valos gerade entwickelt? Welche rohe Gewalt. Welch absolute Bösartigkeit. Das Ende aller Zeit steht uns bevor. Amelie, das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Kannst du das nicht spüren? Wir müssen uns jetzt zurückziehen. Der Kampf ist es nicht wert. Sei still, Edward. Unser Volk soll sich erheben, wenn Moritz fällt. Vernichte ihn, war das halte ich nicht zurück. Niemals. Okay. Sei nicht traurig, Moritz. Dies ist nur ein Akt der Vorsehung. Nimm es voll und ganz an, König der Monster stirbt mit einem Lächeln. Nee. Wie? Oh, ne? Der hat weniger Lebenspunkte. Ich muss trotzdem, glaube ich, jemanden zurückholen, oder? Okay, okay, wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob wir sterben dürfen. Ich weiß es nicht. 114, 40. So, wir müssen mal eben die Zeit hier nutzen und 10.000 Leute hier befreien vom Tod. hier, Ziegler nochmal. Hat er mich One-Hit? Nee, macht er nicht. Sehr schön. Damit wir einfach hier ein bisschen, ne, Auswahl haben. Das ist nämlich nicht ganz so schlimm, aber er macht Kaninui nicht ganz so viel Schaden. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist wirklich gut. Er kann ihm also nicht wirklich viel anhaben. Das ist mega gut. Echt gut, wirklich. So, dann geben wir ihm das hier auch noch. Bitteschön, dann ist er voll. Ah, er hat Feuerangriffe. Okay, okay. Die habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, Psyga ist hier 70, nice. 52, ja, geht. Ja, Junge, Junge, den schaffen wir doch. Oh nein, er hat noch. Bin ich schneller, Psychobombe? Ja, ich bin schneller. Wie? Hey, hey, das ist nicht fair. Weil du stellst seine eigene Gesundheit wieder her. Das spielt keine Rolle. Wir werden ihn einfach immer und immer wieder zerschmettern. Nicht zögern, mein Herr. Wow. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, warte, wir lassen dich nochmal sterben, okay? Es tut mir leid, Kaninui, es tut mir leid. Du gehst nochmal ganz, ganz kurz weg, ja? Währenddessen ist Dargine da. Und dann belebe ich dich einfach wieder. Ich denke dreimal, oder? Ich glaube, dreimal könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn so oft besiegen müssen. Oh, das war ja fast gar nichts. Sehr gut. 90 wird auch reichen. Ja, 90 wird reichen. Nur 22 Schaden, was ist denn mit dir los hier? Hä? Also kann ich nur, also ne? Darine kann auch gut was machen. Außer wenn er diese Steinsattacke macht, dann nur sieht's ein bisschen schwieriger aus. So, Psyga ist hier. Sehr schön. Ist echt gut, wirklich Kaninui, also Leute, ne? Wenn ihr das Spiel spielen solltet und ihr nicht wisst, mit welchen Nexomon ihr das durchspielen solltet. Dann, ne, ist das hier auf jeden Fall eine Top-Wahl. 51, okay. Ich mach's jetzt so. Muss ich keine Beleber hier für ausgeben. Es sei denn, er macht weiter Feuerattacken. Das wäre natürlich nicht so cool. 70, okay. Ja, wir haben noch 12 davon. Alter, schon wieder 70. So langsam wird er stärker, oder? Oder bilde ich mir das ein? Obwohl, warte, das müsste eigentlich reichen, oder? Psychobombe?
reicht. Oh, schon wieder. Mann, ey. Wieso? Wieso bist du so hartnäckig? Bleib jetzt doch einfach auf dem Boden liegen, ja? Einfach mal auf dem Boden liegen bleiben, ganz ehrlich. Da, was ist denn dabei? Hä? Was ist denn dabei, kleiner Vados? Du hast doch eh keine Chance, du merkst es nur nicht. 17, hahaha, pappelapapp. Was lache ich denn hier? So, hier, weg mit dir. Nochmal. Ah, jetzt kommt ein Cut, okay. Egal wie oft wir ihn niederstrecken, Vados regeneriert sich weiter. Es muss einen Weg geben, ihn für immer zu erledigen. Wir brauchen mehr Feuer, wir brauchen... Mach dieses Transformationsding nochmal. Komm schon, das ist doch ganz klar. Das ist das Einzige, was gegen Vados funktionieren könnte. Du musst wieder zum Tyrannen des Lichts werden. Kein Druck. Okay, dann verwandle ich mich wieder. Da bin ich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, der Part, der wird jetzt ein bisschen länger, Leute. Weil es auch das Finale ist. Ah, da ist es. Endlich. Endlich taucht deine wahre Form wieder vor mir auf. Mir wird es gefallen, dein richtiges Ich zu zerstören. Komm und versuch's, Moritz. Versuch es so oft, wie du willst. Okay. Psychostrahl war sehr gut. Vorhin. 43? Oh ne, ist nicht mal gut. 43, okay. 57, ja, geht noch. Gedankenkontrolle? Auch nur 43. Oh mein Gott, ich kann keine Items nutzen. Wie soll ich das denn schaffen? Wenn ich keine Items nutzen darf. Okay. Achso, solange ich atmen kann, das Böse nicht mehr ziehen. Parum wird sich freuen, wenn du untergehst. Untergehst, untergehst, untergehst. Mein König Moritz, wir sind es, die Tyrannen, die dir treu dienen. Du hast uns eine zweite Chance gegeben. Jetzt sind wir gekommen, um dir in deinen dunkelsten Stunden zu helfen. Oh, jetzt kämpfe ich mit denen, die Vales hält dir den Rücken frei. Mulzimmer wird dein Schwert sein. Eurus wird deine Flügel werden. Bolzen wird deine Augen sein. Petram wird dein Schild. Und Tikala wird dein Geist sein. Das ist es, Moritz. Die Zeit ist gekommen. Dein Aufstieg. Ach, das war geplant, dass wir gegen ihn verlieren. Okay, verlieren. Hallo. Das sind wir. Siehe da, Vados. Dies ist die reinste Form unserer Art. Das höchste Neximon steht vor dir. Lang lebe der König der Monster. Lang lebe Moritz. Wir haben jetzt alles in uns vereint. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind ein richtig geiler Wolf. Hahaha. Ich bekomme hier irgendwelche Nachricht und keine Ahnung. Oh, Moritz, Moritz, deine liebsten Tyrannen sind nicht mehr als ein kleiner Kitzel. Ein paar kleine Nervensägen, die mich nicht davon abhalten können, deine Rasse auszulöschen, aber ich kann ihre Treue nicht absprechen, solch eine brillante Ergebenheit. Tippe. Du musst dich konzentrieren, Moritz. Das ist unsere einzige Chance, Vados zu vernichten. Dir stehen die anderen Tyrannen zur Verfügung. Nutze sie weise. Psychostrahl. 103. Oh Gott, hat er viel. Oh mein Gott, hat er viele Dings, die Bumsies. Hier, Lebenspunkte. Was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir im Schnee. Du machst wohl Scherze. Vados verändert das Gebiet. Sogar sein eigenes Element hat sich verändert.
Er verändert das Gebiet zu seinen eigenen Vorteilen. Das heißt, ich soll jetzt auf Nivalis wechseln. So, 32, okay. Tsunami. Auf jeden Fall Tsunami, ganz ehrlich. Null? Was soll das denn hier? Nochmal Tsunami. Okay. Okay, okay. So bringt das nichts. Dann brauchen wir Elektro. Wenn er jetzt Wasser spielt. Mein Gott, ey. 75, 105. Hier, EMP. Mach EMP bitte. 106, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Gestein. Was ist denn gegen Gestein? Ich weiß es halt immer noch nicht, was gegen Gestein jetzt wirklich effektiv ist. Wind nicht, oder? Feuer? Ich nehme mal Feuer. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht aber auch nicht. Oh mein Gott. Wir probieren es aus. Oh, Mulzimmer ist aber fast weg. Null. Nicht effektiv. Okay, gegen Gestein war es nicht. Ach, Mann, ey. Wer ist es denn von denen? Du bist es ja auch nicht. Dann kann es ja nur Euros sein, oder? 33, ja. Mal schauen, Zyklon. Aber wieso ist Luft gegen Steine effektiv? Das verstehe ich noch nicht. Jetzt sind wir im Wald. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Mulzimmer, der gleich weg ist. Aber vielleicht schaffen wir es bis dahin. Wo es nicht danach aussieht, oder? Das tut weh. Mulzimmer ist gleich weg. Dann habe ich, glaube ich, verloren, oder? Habe ich dann verloren? Ich glaube schon. Weil ich kann jetzt ja keine andere Attacke mehr einsetzen, oder? Oder ist das hier so mein... Nee, guck, ich kann doch nichts anderes mehr machen. Also habe ich jetzt verloren. Okay, okay. Dann weiß ich das für gleich. Och Mann, ey. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Okay, okay. Ich habe verstanden, ja. Ich hab das Spiel schon verstanden, Leute. So, hier. Mach du das da. Ich weiß. Es bringt... Oh Gott, es bringt doch noch was. Lel. Was ist das? Jetzt haben wir ja Wind. Team für Wind. Gestein war es nicht. Donner. Nehmen wir Donner. Oh Gott, und ich habe schon aufgegeben, Leute. Ich habe... Oh Gott, ich hätte nicht aufgeben sollen. Vielleicht hätten wir es noch geschafft. Vielleicht hätten wir es echt noch geschafft. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Weiß nicht. Elektro, okay. Jetzt brauchen wir Gestein. Jetzt brauchen wir Gestein. So, Petram ist noch voll dabei. Das ist sehr gut. Sehr... Ach, guck mal, Items können wir jetzt auch benutzen. Ah. Interessant, interessant. So, sehr gut gemacht, Petram. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Geist. Oh, Geist ist, glaube ich, Psycho, ne? Arg. Ah, guck mal, er hat meinen Omnisom geheilt. Das war nett. War wirklich nett. Hätte er nicht machen müssen. So, wechselt er jetzt nochmal oder nicht? Nee? Oh Gott, da muss ich ja jetzt heilen. Weil sonst ist er ja weg. 104. Ich versuche dagegen zu heilen. Hab's auch gleich. Müsste es gleich haben. So, jetzt habe ich's. Jetzt können wir eine Attacke machen. Und weg mit dir. Weg mit dir. Ja, weg. Sehr schön. Oh Gott, das war ein Kampf. So, der war hart. Der war wirklich hart, der Kampf. Menschen und Nexemon, sie können niemals zusammen existieren. Sie werden einen Krieg nach dem anderen führen. Sie werden sich Jahrtausende lang gegenseitig verschlingen. Und das wird dein Vermächtnis sein. Okay, das wird mein Vermächtnis sein.
Oh Gott, wir haben es geschafft. Es ist vorüber. Es ist endlich vorbei. Mein Herr, du bist siegreich. Das oberste Nexomon. Lang lebe Moritz, ewiger Herrscher der Nexomon. Was sagt denn Amelie dazu? Sie weint bestimmt. Gab es keinen anderen Weg? Es ist dasselbe, es ist wieder dasselbe. Absolut nicht. Du kannst doch Vardos nicht mit Omnicron vergleichen. Vardos war eine böswillige Kreatur, die uns nur das Verderben bringen wollte. Das klingt exakt wie Omnicron. Nichts als eine elende Puppe. Ein geistloser, makaber und seelenloser Tyrann. Sein einziger Zweck in dieser Welt war es, eine Warnung für jeden zu sein, der sich Moritz widersetzt, und das war's. Ich stimme dir zu, es gab nichts, was wir tun konnten. Tragisch, sein Herz war am rechten Fleck, aber die arme Kreatur wurde von Amelies Wahnvorstellungen geblendet. Wir sollten jetzt gehen, diese Geschichte ist nun vorbei. Wie kommen wir denn zurück? Oh, wer ist das denn? Achso, ich bin das. Wir speichern mal eben. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert, Leute. Und gucken jetzt, ob wir in den Abspann kommen, oder? Bin gespannt. Willst du Vardos wiederbeleben? Nein? Aber ich muss ihn. Ich glaube, ich muss ihn wiederbeleben. Für Amelie, oder was? Oh mein Gott. Jetzt muss ich ihn wiederbeleben. Wehe, der greift mich an. Was machst du da, Moritz? Amelie juckt das eigentlich gar nichts. Cool. Was tust du, Moritz? Er belebt Vardos wieder. Warum machst du das, mein Herr? Das ist keine Kreatur, mit der du diskutieren kannst, Moritz. Dieses Monster kann man nicht überzeugen. Jede Art von Mitleid wäre an ihm verschwendet. Ich bitte dich, hör auf. Warte eine Sekunde. Ich glaube, ich habe es verstanden. Moritz will... Und ihr dachtet, dass ich der Dumme bin. Okay. Oh? Oh, Eis. Okay. Moritz, von all den Dingen, die du hättest tun können, warum das? Moritz hat seine Lebenskraft an deines gebunden, Vardos. Daher ist euer Schicksal nun ein und dasselbe. Du hast versucht, mich zu versklaven, so wie du es mit den anderen Tyranten getan hast. Die Tyranten wurden nach ihrer Wiederbelebung loyal gegenüber Moritz. Also könnte das gleiche vielleicht auch mit Vardos passieren. Törichter König, deine Magie wirkt nicht auf mich. Ich verbeuge mich nie vor dir und werde es auch niemals. Meine Loyalität hat sich nicht geändert und das wird sie auch nie. Deine Gnade ist vergeblich. Ich gehöre nur der Menschheit. Mein Auftrag ist derselbe wie zuvor. Und das ist auch der Wunsch deines Königs. Ist das denn nicht offensichtlich? Du und Moritz zahlt beide den gleichen Frieden. Deshalb hat sich auch nichts in deinem Dickschädel geändert. Du redest Unsinn. Eine elende Täuschung. Ich werde nicht. Ich kann nicht. Es ist gut, Vardos. Tu, was Moritz sagt. Stehst du jetzt auf der Seite von Moritz, Amelie, du? Mir ist es egal, ob du mich erschaffen hast. Ich werde dir trotzen, wenn ich... Das muss... Mir trotzen, wagst du es mir zu schaden, Vardos? Ich werde dir kein Mitleid ersparen. Alles, was Parum bedroht, wird bekämpft. Das ist mein Eid. Dann ist es entschieden. Ich habe dich so konstruiert, dass du mir gehorchst, Vardos. Und doch stehst du hier und drohst mich zu vernichten. Ich bin nicht mehr deine Meisterin, nein. Jemand anderes hat deine Seele in dessen Eigentum. Also was auch immer gerade in deinem Herzen vor sich geht. Es ist das Werk von Moritz selbst, deinem neuen König. Nein, nein. Ich kann nicht, nein. Was hast du mir angetan, Moritz? Antworte mir. Das gleiche, was er allen Tyranten angetan hat. Er hat dir eine zweite Chance gegeben. Welcome aboard, Vardos. Sei leise. Sei leise. Sei leise. Er sagt doch niemand es. Okay. Gute Arbeit. Was kann schon schiefgehen, wenn Vardos einen Nervenzusammenbruch beschert? Gib ihm Zeit. Seine gesamte Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Er wird zur Besinnung kommen und dann wirst du einen wertvollen Verbündeten besitzen. Du solltest für deine monumentale Idiotie bezahlen, Amelie. Deine Verbrechen gegen meinen König werden nicht übersehen. Das Exil wartet auf dich. Verbanne mich, wenn du musst. Ich bereue nichts, du Narr.
Ich habe die Kraft verloren, Moritz aufzuhalten. Die Welt ist nun in seiner Gnade ausgeliefert. In guten wie in schlechten Zeiten. Warte. Kannst du mich befördern, bevor du verbannt wirst? Ich kann nicht glauben, dass du immer noch ein Bronzetamer bist. Hä? Jetzt hast du es geschafft, Moritz. Endlich wird unsere Welt in guten Händen sein. Danke, König der Monster. Okay. Meint ihr echt? Und auch bei dir bedanke ich mich. Was? Warum? Schaut ihr mich alle an? Sagt schon! Können wir es jetzt endlich tun, das Ding da? Ja, was auch immer. Lass den Abspann laufen. Okay, Leute. Oh. Ich muss sagen, es war echt ein schönes Projekt. Also, ne? Jose Vemon, hast du echt gut gemacht. Hat echt viel Spaß gemacht. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Es war irgendwie... Die Level waren immer komisch von den wilden Nexomons. Die hätte man vielleicht ein bisschen runterschrauben sollen, damit man auch vielleicht ein bisschen trainiert oder sowas. Und auch mit seinem alten Team dann was schaffen kann und nicht, ne, gleich tot grinden muss. Die Story war echt verblüffend überraschend gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss gleich auf Toilette. So, Kunstteam, Alejandro Mejias Chacon, Michello, Jonathan Wasella Rodeo, Bruno Gatchens Gonzalez, Xi Xiang, Pablo Zungia Chavez, Darin, bla 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 bla. Fabian, Esteban. Hier haben wir nochmal Nivales und Mulzimmer mit Jin und Atlanta? Kann sein, ne? Ja, müsste sein. Oh, es ist hier noch keinen Europäer, glaube ich. Joshua Emmanuel. Ja, war wirklich cool tatsächlich. Ich fand auch die Routen, die waren sehr schön. Die waren gut gemacht. Waren ein bisschen verwirrend. So kleine Labyrinthe waren es meistens immer. Aber fand ich ganz cool. Vielleicht nur ein bisschen cooler gewesen, wenn da nicht immer zwischen Cut wäre. Dass das alles wirklich ein Gebiet ist und nicht, dass man, ne, durch so viele durchlaufen muss. Oh, ich muss echt dringend auf Toilette. Komm, Autor, mach mal hier hin. Mann. Ich weiß gar nicht, wenn wieder Drache da oben rechts siehst. Keine Ahnung. Oh, der Feuertyp. Christelle Livori, Veronica Matorossi, Edgar Diaz, Primaro e Gemere Brett. Gabriel Brett könnte Deutsch gemacht haben. Da waren ein paar Fehler drin, Leute. Viele grammatikalische Fehler. Melanie Stich, du könntest vielleicht auch der Deutsch sein. Oder Jan Elzing. Na, Jan vielleicht nicht. Renate D. könnte auch Deutsch sein. Wenn man ehrlich ist. Ja, gut. Ne? Also, Übersetzung. Ja. War jetzt nicht immer so das Goldene vom Ei, ne? Oder wie man sagt, das Gelbe vom Ei. Question A-Test? QA-Test? Was ist das denn? Question and Answer-Test oder was? Godspeed Games. P-Cube Limited. CEO Dave Payne. Head of Publishing. Great Events. Ja, cool. Also auf jeden Fall, wenn irgendwann nächstes Mal Teil 3 rauskommen sollte, würde ich es tatsächlich nochmal spielen. Ne? Den ersten Teil habe ich nicht gespielt, den gibt es glaube ich auch nur für Handy. Deswegen möchte ich auch nicht spielen. Handyspiele, ich bin nicht so der Handyspieler. Ne? Ja, cool. Da muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen für ein Langzeitprojekt. Also ich weiß auf jeden Fall, nächstes Jahr Harry Potter auf jeden Fall. Das was rauskommt. Deswegen spare ich jetzt auf dem PC, habe mir nicht das neue Handy gekauft, weil ich dann doch lieber erstmal den PC haben will. Und ja. Sonst war es echt cool. Die Nexomon 20 auch waren richtig cool gestaltet. Oh, ich muss langsam echt auf Toilette. Kann das jetzt immer schneller gehen? Ich weiß es nicht.
Übersetzung kommt doch immer zum Schluss, oder nicht? Ja, wir sind Großmeister, Leute. Und ich lasse euch jetzt auch den Abspann hier laufen und ich gehe auf Toilette, ja? Na, dann will ich einfach sagen, ja, ich bedanke mich auch bei euch, die zugeschaut haben. Ne? Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Ein unbekannter Ort? Was ist das denn? Oh, da sind wir, glaube ich. Und das ist die Geschichte unseres Königs Moritz. So gewann er seinen größten Verbündeten Vardos. Und gemeinsam haben sie die strahlende Zukunft geschmiedet, in der wir gerade jetzt leben. Gibt's Fragen? Was ist mit der Katze passiert? Ich weiß es nicht. Niemand fragt wirklich nach Cocoa oder wie auch immer sein Name war. Stimmt es, dass Moritz seinen ersten Auftraggeber in ein Loch fallen ließ? Was? Das habe ich doch gar nicht. Wo hast du diese Dinge überhaupt gehört? Ich habe auch gehört, dass er versuchte wegzurennen und seinen eigenen Namen zu ändern. Glaube ich. Ich kann nicht glauben, dass Vardos eins der Böse war. Er ist das coolste nächste Mann überhaupt, nach König Moritz natürlich. Nie zuvor war es so friedlich auf der Welt und das haben wir euch beide zu verdanken. Dieser Friede kann jedoch von kurzer Dauer sein, weshalb wir uns um eine neue Generation an Themen bemühen müssen, um das Vermächtnis unseres Königs zu schützen. Echt? Aber so gut sind wir nicht. Aha, macht euch keine Sorgen, Kinder. Es gibt ein Sprichwort, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn du der stärkste Themen werden möchtest, musst du einfach eine Sternschnuppe finden und fragen. Oh, okay. Danke, dass du unser Spiel gespielt hast, Moritz. Wir hoffen, dich in der Fortsetzung wiederzusehen. Ja, gerne. Also, da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Cocoa! Es war einmal, dass unser Planet in einem Krieg zwischen Menschen und Neximon auseinandergerissen wurde. Right on the brink of extinction, the King of Monsters was reborn to challenge the Wheel of Fate and save our future. Upon your ascension, our world has finally begun to heal. This is the realm that you have fought for. This is the fruit of all your countless adventures. Welcome.
to the new world of Nexamon. This is your legacy. Oh, schön. Cool, wir haben es durch, Leute. Ich glaube, wir haben es durch. Was ist, wenn ich jetzt hier starten würde? Was passiert? Kann man da nochmal herumlaufen, oder? Wo bin ich denn hier? Ah. Cool, Leute. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute und für das erste auch erstmal von Nexamon. Ich bin gespannt, wann der nächste Teil rauskommt. Ich werde ihn auf jeden Fall spielen. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.